erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und Sie werden nicht glauben, wo ich jetzt bin. Werden Sie bei 1000 Mal raten nicht draufkommen. Ich als alter Freund von Konishi, Hiroshima Koi Anhänger, bin im Herzen da, wo die Koi ursprünglich entstanden sind, wo sie geboren wurden. Vielleicht Luftlinien Kilometer steht der Geburtsstein der Koi in der kleinen Stadt Mushigame, mitten in der Präfektur Niigata. Ich habe mich nicht beschlossen, sondern ich habe mich entschlossen. Wir haben jetzt mittlerweile so viele Zuschauer, das sind weit mehr, als wir tatsächlich mit Konishi Koi. Das Modern Koi muss mehr sein als nur von Konishi, muss mehr sein als nur Hiroshima. Ich muss den Gesamten erzählen. Und dann habe ich mich mitten im April auf den Weg gemacht nach Niigata, um hier jetzt mal in den nächsten 5-6 Tagen 30, 40, 50 Züchter zu besuchen, die kurz zu produzieren, natürlich nicht in dem Maße, wie das in einem kleinen kurzen Besuch möglich ist oder wie das Menschen machen können, die jetzt über Jahre mit denen zusammenarbeiten. Aber einfach, dass wenn Sie mal große Namen lesen wie Isa, wie Dainichi, wie Maruse, dass Sie dann auch eine Farm, dass Sie Bilder von der Farm im Kopf haben und denken, dass wir auch den einen oder anderen sehr guten Fisch noch zu Gesicht bekommen. Die Landschaft hier sieht im Augenblick etwas so aus, als hätte man darauf geschlafen. Vor einer Woche lag hier noch ein Meter Schnee oder vor 2 Wochen. Es ist eigentlich jetzt gerade erst möglich, hier sich frei zu bewegen, weil es jetzt gegangen ist. Aber das werden Sie dann auch sehen. Hier sieht alles noch ziemlich platt gedrückt aus. Ja, apropos schlafen. Wir haben uns dann entschlossen, wenn wir schon nach Niigata kommen und mal eine Reise machen, die völlig stressfrei von Käufen ist, dann geben wir uns was Besonderes. Wir haben uns in ein sogenanntes Onsen-Hotel eingebucht. Onsen, das sind diese heiße Quellen in Japan. Da kommt also wirklich, Sie wissen, Japan vulkanischen Ursprungs und ähnlich wie in Island gibt es hier Quellen, wo das Wasser wirklich heiß aus dem Boden kommt. Und da gibt es dann die sogenannten Onsen-Hotels. Oder ich weiß nicht, ob... Und die Affen sind wir wirklich gewesen, weil wir waren hier völlig unvorbereitet, hatten keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wir sind gestern angekommen. Nach 12 Stunden Flug, noch 2 Stunden Zugreise und noch mal eine Stunde mit dem Auto kamen wir hier im Hotel an. Dann eine Mannschaft von 7 Mann holt uns ab. Jeder reißt uns die Koffer ab. Jeder ist mit einem Koffer vor uns hergelaufen. Unsere Zimmertüren waren beschriftet mit unseren Namen und wir kommen in ein Zimmer. Da war alles außer dem Bett und der Dusche. Das ist nicht nur der Onsen, wo man sich dann abends mal ähnlich einer Sauna hinlegen kann, sondern der Onsen ist auch eine Waschgelegenheit. Also eine Dusche im Zimmer ist das nicht. Und das können Sie sich uns Westen vorstellen, wir haben nach 12 Stunden Flug, wollen wir alles, bloß keine öffentliche Waschzelle im Gefängnis. So, da kamen wir dann aber nicht drum rum. Die Bettthematik, die war natürlich noch geiler. Da liegen diese Tatami-Matten, diese Reisdinger da, hart wie ein Brett. Und dann haben die uns gesagt, ja, das Bett, wenn ihr nachher weg seid, wenn ihr beim Essen seid, bauen wir das Bett für euch auf. Ja? Es war untypisch, dass wir gestern Abend zum Abendessen aus dem Hotel rausgegangen sind, sondern normalerweise, man kommt in, das ist auch kein Hotel, das ist ein Resort, ein Onsen-Resort, da verbringt man praktisch den ganzen Tag. Ja? Ich wusste dann schon, was kommt, dass die uns dann nur so eine Futon-Matratze hinlegen. Und so war es dann auch. Ich bin zurückgekommen und 2 Minuten später geht mein WhatsApp. Ein Kunde vom Nebenzimmer schreibt mir, bei dir auch so hart? Yep. Wie hast du die Problematik gelöst? Dann hat er geschrieben, er hat also aus dem anstehenden Schrank alles ausgeräumt, was irgendwie reich ist. Ich weiß mittlerweile auch, eine Tageszeitung ist weicher als ein buddhistisches Gebetsbuch. Ich habe aus so einem Bett dann innerhalb von einer halben Stunde so ein Bett gebaut. Das war dann heute Nacht, als ich aufgewacht bin, so eine coole, wie so eine Sautränke. Aber hat funktioniert. Ich bin mit einigermaßen heute aufgewacht. Gestern Abend waren wir dann noch in dem Onsen, da ist auch noch eine witzige Geschichte. Dann ist er im Gang entlang und ist links und dann habe ich gedacht, ja, morgen muss ich auch in den Onsen. Heute Morgen packe ich mein Zeug, latsch raus, latsch in den Onsen rein. Dann kommen da lauter nackte Frauen rum. Dann denke ich, naja, ist eine schöne Geste vom Hotel, aber nicht vor dem Frühstück. Ich muss jetzt erstmal was essen. Dann kam aber auch schon eine freundliche Dame, die mich da aufgeschrieben hat. Die meinte, die Herren Onsen ist jetzt Onsen. Ich habe mich nicht gesehen. Dass der Onsen, in dem wir waren, der hat überhaupt vom Prospekt her, er hat gar nicht zu dem gepasst, was sie uns im Prospekt gezeigt haben. Ja? Und jetzt ist es so, die haben Frauen-Onsen und Männer-Onsen und das wechselt jeden Tag. Also ich vermute jetzt jeden Tag. Ich werde jetzt auf jeden Fall aufmerksamer sein, wenn ich das nächste Mal in Onsen reinstürme. Ja, dann habe ich mich also heute Morgen da zusammen mit den anderen Japanern gewaschen. Dann bin ich zum Frühstück und im Frühstücksraum war dann klar, Kamera, du bist mit deinen 44 Jahren, knapp 44 Jahren, ich weiß, man sieht mir das nicht an und sie sind jetzt alle verwundert. Kamera, du bist mit deinen knapp 44 Jahren auf der Party der Jüngste. Ja, also das war schon richtig geil und das Frühstück war dann auch so, wie ich mir das dann, nachdem ich das Zimmer gesehen habe, gedacht habe.
Das war also alles nur nicht essbar. Ich habe dann ein bisschen Mais, ein bisschen Tomate und ein bisschen Ananas gegessen. Mein Kunde saß da und hat Natto, können Sie auch mal googeln, das sind fermentierte Sojabohnen. Das hat eine Konsistenz wie Kaugummi, der zu lange in der Sonne gelegen ist und ein Gestank von einem toten Biber am Wald. Das geht gar nicht. Also das ist widerlich. Ja, Konishi isst das jeden Morgen, weil er sich da alles verspricht. Ich glaube auch eine gute Potenz, aber das ist ja nicht schlimm. Ich jedenfalls werde es nicht essen. Und so, im Hintergrund warten Sie schon alle, bis ich endlich ausgelabert habe. Ich zeige Ihnen jetzt hier noch kurz die Koi, die hier vor dem Hotel schwimmen. Gestern, als wir im Onsenbahn raus sind, lief mir auch noch einer der Söhne eines der berühmtesten Züchters hier über den Weg, der auch nur einen Steinwurf von hier wegarbeitet und oder seine Firma hat. Also man sieht, das wird hier angenommen und das ist ein großes Thema. Und wenn Sie hier die Koi vom Onsenresort sehen, werden Sie sagen, wow, die würden mir in meinem Teich auch genügen. Man hat es jetzt vom Licht nicht so gut gesehen. Entschuldigung, ich musste gerade aufstoßen. War nicht das Natto. Ja, und wir werden jetzt versuchen, uns nicht uns, sondern für Sie und auch für uns möglichst viele Eindrücke hier zu sammeln. Aber wie gesagt, wir haben nicht den Anspruch hier auf die Vollständigkeit und auf die Detailverliebtheit wie Leute, die Jahre mit den Züchtern zusammenarbeiten. Das kann auch gar nicht sein. Nur, falls Sie dann irgendwo hinkommen und Sie dort noch weiterführende Informationen erhalten, dass Sie nicht sagen, warum hat uns das der Kameramann nicht gleich gesagt. Er hat es Ihnen nicht gesagt, weil er es schlichtweg nicht weiß und er auch kein Problem mit hat. Sondern ich will Ihnen einfach die Gegend hier mal zeigen, zusammen mit den Züchtern. Und jetzt ist auch noch Hanami bzw. Sakura. Hanami ist das Kirschblütenfest, Sakura ist die Kirschblüte. Und jetzt blüht es hier überall weiß. Und dank der Kirschblüte haben wir auch nur 3 wundervolle Übernachtungen in dem Onsen-Resort bekommen, weil jetzt strömen die Japaner von überall her, um hier teil sein zu dürfen. So, in diesem Sinne, die nächsten Tage werden Sie also Züchter sehen.